den Punkt Nummer 8, sozialen Folgen der Corona-Krise begegnen, Handlungsspielraum erhalten, ein Antrag der Fraktion Die Linke. Wer wird den Antrag einbringen? Herr Kiesling, bitte sehr. Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wofür das Tablet hier liegt. Ich mache das Ganze etwas hemdsärmlich, also auch vom Äußeren her, weil dieser Antrag ja in den Gremien wenig gnädig behandelt worden ist, bis auf den Jugendhilfeausschuss, der für seinen Teil sozusagen Zustimmung signalisiert hat, ist es im Sportausschuss gar nicht gewesen, da wäre vielleicht auch eine Zustimmung gekommen und in den anderen ist es dann eher distanziert betrachtet worden. Es ist eine sehr frühe Wortmeldung gewesen zu dem Vorgang, dass hier in der Stadt die umfassendste und härteste Haushaltssperre seit zumindest meiner Erinnerung, es gab noch ein paar Jahre vor mir, aber seit zumindest meiner Erinnerung erlassen worden ist. Der Antrag hat zwei Punkte. Wer ihn näher noch mal lesen will, kann das sicher online tun, aber er hat im Grunde zwei Punkte. Der erste Punkt ist die Aufforderung an Oberbürgermeister und Fachbediensteten fürs Finanzwesen, diese Haushaltssperre zu überprüfen und zu modifizieren und ihre ärgsten Folgen abzuwenden. Und in Punkt 2 zählen wir einige Dinge auf, die aus unserer Sicht sozusagen aufzuheben wären. Das Ganze war gedacht als Angebot auch an die anderen Fraktionen, auch aus ihrer Sicht etwas einzubringen und zu überlegen, wo denn die Haushaltssperren in gewisser Weise fehlerhaft waren. Dass dieser Prozess jetzt läuft, hat ja der Tag heute gezeigt. Wir haben jetzt ja heute zumindest in der Kulturförderung aufgehoben und auch bei den Kulturinseln Geld freigegeben etc. Das heißt, dieser Vorgang läuft. Ja, von daher kann ich sagen, hat diese Wortmeldung zur Haushaltssperre zumindest eine initiale Wirkung gezeigt. Als wir diesen Antrag eingebracht haben, war das Erlassen einer Haushaltssperre noch Pflicht. Inzwischen ist es das nicht mehr. Und eigentlich hätte sie aus meiner Sicht zumindest längst aufgehoben werden müssen. Und ich will das an drei Problembereichen beschreiben. Der erste ist, dass das Recht, eine Haushaltssperre auszusprechen, also das Budgetrecht des Stadtrates einzuschränken, eigentlich dann sinnvoll ist, wenn man durch diese Haushaltssperre einen aus dem Ruder gelaufenen Haushalt wieder ins Lot bringen kann. Ich weiß nicht, ob das Sprachbild jetzt stimmt, weil man also es vielleicht noch schaffen könnte, den Haushaltsausgleich durchzuführen. Das ist eigentlich ein technischer Vorgang. Und deswegen ist dieses Recht, eine Haushaltssperre auszusprechen, auch nicht dem Finanzbürgermeister oder dem Oberbürgermeister zugesprochen, sondern dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Und es ist gut, dass das Land es an dieser Stelle jetzt gelockert hat, weil die Situation, in der wir uns befinden, ist eben keine technische Situation mehr, bei der es ein Fachbediensteter fürs Finanzwesen sozusagen tun müsste, sondern es ist eine politische Situation. Und alles Verhalten der führenden Männer dieser Stadt deutet darauf hin, dass sie das Ganze auch inzwischen als einen hochpolitischen Vorgang betreiben. Das, was übrigens auch damit verbunden ist, ist, dass der Stadtrat komplett entmachtet worden ist. Wir können also jetzt keinen Haushaltsausgleich durchführen. Alles, was wir durch die Haushaltssperre vielleicht einsparen, wird uns dem Ziel ausgeglichener Haushalt kein Stück näher bringen. Und trotzdem ist die komplette Verfügungsmacht über die Gelder, die ausgegeben werden, jetzt versammelt in der politischen Hand des Finanzbürgermeisters. Und das halte ich eigentlich für einen kalten Putsch auf diesem Wege, ein kalter Putsch gegen das Haushaltsrecht des Stadtrates und ich finde das extrem ärgerlich. Und zu dem, was der Finanzbürgermeister vorhin hier ausgeführt hat, Kraft seiner sozusagen Balken, die sich, wie wir ja eben gehört haben, täglich ändern und Kraft seiner großen Folien und Kraft seiner am Ende sozusagen seines Amtes hier seiner mit Werf vorgetragenen Aussage, wir seien da gar nicht alleine, doch wir sind in einem haushaltspolitischen Sonderweg. Und ich will das einfach an Beispielen beschreiben. Bitte? Ach doch, das hat was mit dem Antrag zu tun, Herr Krüger. Ich will es Ihnen auch erklären, weil nämlich mit dem Blick auf die Haushaltssperre eine Haltung zum Haushalt dargestellt wird, eine Haltung zum Haushalt, die sich dann auch bei den Budgetvorgaben für den nächsten Doppelhaushalt widerspiegelt. Und das genau ist unser haushaltspolitischer Sonderweg. Und deswegen will ich einfach ein paar Dinge erwähnen. Hartmut Vorjohann, CDU, hat bei der Einbringung oder bei der Vorstellung des Kabinetts deutlich gesagt, Worte, die ich nie aus seinem Mund vermutet hätte, er hat gesagt, der Landtag hat den Haushalt vor den Corona-Folgen geschützt. Ja, er hat den Haushalt geschützt
Und zwar hat er damit natürlich die Bürgerinnen und Bürger geschützt vor Kürzung, vor Reduktion und vor einer Verschärfung der Krise, wenn man die Corona-Folgen auf den Haushalt durchschlagen ließ. Er hat im Übrigen sogar angedeutet, dass die Rückzahlung des Sondervermögens in 8 Jahren kaum möglich sein wird. Und leise, leise, leise gesagt, man könnte vielleicht in der Verfassung was drehen. Hören Sie sich an, extrem spannend. Berlin, da sitzt kein CDU-Mann, da sitzen 2 SPD-Leute im Haushaltsbereich, Matthias Kollatz, der Finanzbürgermeister. Berlin hat die kommunale Ebene so gestellt, als ob es keine Corona-Krise gäbe. Die haben gesagt, nein, wir lassen nichts durchgehen. Und Berlin steht haushalterisch wesentlich schlechter da als Dresden. Und Leipzig, da können wir hinschauen, in Leipzig, Thorsten Bonnef, CDU-Finanzbürgermeister, sagt, ja, wir gehen wahrscheinlich in ein 15-prozentiges Defizit, aber das müssen wir aushalten, wir müssen es über Kredite erledigen, wir können es nicht kürzen. Also, es ist ein haushaltspolitischer Sonderweg, auf dem wir uns befinden und aus meiner Sicht getragen durch etwas Machtwillen, nämlich hier den Stadtrat kurz zahlen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kiesling, für die finanzpolitischen Betrachtungen. Ich gehe ja davon aus, dass Sie damit auch den Antrag inhaltlich als eingebracht betrachten. Ansonsten vielleicht ein kleiner Hinweis: In der Verwaltungsspitze der Landeshauptstadt Dresden sind nicht nur Männer vertreten. Das ist mir durchaus wichtig, dass wir auch in der Verwaltungsspitze, sowohl auf Beigeordnetenebene als auch auf Amtsleitungsebene, durchaus Frauen haben. Ansonsten gibt es einen Unterschied zwischen dem Recht, eine Haushaltssperre zu erlassen, und der Pflicht. Die durchaus zu begrüßende Entscheidung des Freistaates Sachsen, die sicherlich einige finanzschwache und notleidende Kommunen betrifft, betrifft den Umstand, dass es finanztechnische Rahmenbedingungen gibt, die einen erheblichen Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung bedeuten, dass eine Kommune eben diese Selbstverwaltungshoheit nicht alleine ausübt und entscheidet, wie sie finanziell dasteht, sondern dass sie durch Rahmenbedingungen gezwungen wird, etwas auszusprechen. Es ist also ein Stück Freiheit zurückgewonnen, und diese Freiheit liegt, und das war insofern der zutreffende Teil, natürlich bei Regelungen, die in der Gemeindeordnung dem Fachbediensteten für Finanzwesen konkrete Rechte geben. Aber ich denke, wir sollten auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit jetzt in die inhaltliche Beratung der Vorlage eintreten. Herr Drees hatte sich gemeldet. Sie dürfen, aber Sie müssen nicht. Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag, über den wir jetzt reden, der ist überschrieben mit den sozialen Folgen der Corona-Krise begegnen. Und ich finde das aus einer sozialdemokratischen Sicht auch ein unglaublich wichtiges Thema, das meiner Fraktion auch sehr wichtig ist. Und wenn wir uns angucken, wie sich so die letzten Monate gestaltet haben mit Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, Kurzarbeit bis hin teilweise zum Jobverlust, Einschränkung des öffentlichen Lebens, aber natürlich auch an allererster Stelle die Gesundheitsgefahr, die von dieser Pandemie ausgeht, dann ist das, glaube ich, tatsächlich mit sehr großer Verunsicherung bei uns allen verbunden und natürlich auch mit sozialen Auswirkungen dieser Krise. Die führt aber eben bei einigen Leuten nicht nur zu einer Verunsicherung, sondern die kann Isolation und Vereinsamungstendenzen befördern, die kann die Gefahr von häuslicher Gewalt steigern, die kann oder wird auch zu einer Angst vor Armut beim Jobverlust oder auch natürlich zu einer Angst vor Erkrankung geführt haben. Mithin, die Pandemie bietet ein riesengroßes, massives Potenzial für soziale Folgen und auch für psychologische Folgen. An dieser Stelle möchte ich auch nochmal den Dank aussprechen an unsere städtischen Strukturen, an die Stadtverwaltung, an das städtische Klinikum, das Jobcenter, aber auch die vielen freien Träger in unserer Stadt, die in dieser Krisensituation mit unbürokratischen Maßnahmen und schnellen Maßnahmen versucht haben, das Schlimmste zu verhindern und Menschen schnell zu helfen. Ich glaube, da sind wir wirklich zu Dank verpflichtet, dass das doch vergleichsweise gut funktioniert hat. Aber wir sind uns ja auch alle einig, weder die Pandemie noch die Krise, die da dran hängt, sind zum heutigen Tag dabei.
Und ich glaube, wir sind auch alle miteinander verpflichtet, ganz genau den Blick darauf zu behalten, wie sich die ganze Situation weiterentwickelt und ob die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, ausreichend sind, ob unsere Regel- und Unterstützungsstrukturen, die wir in dieser Stadt haben, gerade für die sozialen Folgen, ausreichend sind oder ob man da nicht gegebenenfalls auch nochmal eine Schippe oben drauflegen muss, wenn es notwendig wird. Das Bedauerliche ist, dass bei diesem wichtigen Thema, in diesem wichtigen Titel, genau zu diesen Fragen eigentlich in dem Antrag überhaupt gar nichts drinsteht. Der Antrag, wie es auch Herr Kiesling gerade in seiner Einbringung gemacht hat, arbeitet sich eigentlich nur punktuell an der Haushaltssperre ab, führt dabei Forderungen auf, die inzwischen erledigt sind, wie mit den Mitteln für die Stadtbezirksbeiräte oder die Bibliotheken, führt dabei Forderungen auf, die so real nie existiert haben, wie die Freigabeforderungen für den Geschäftsbereich Soziales und Wohnen. Das hat auch die zuständige Beigeordnete Frau Dr. Kaufmann in der letzten Ausschusssitzung nochmal sehr klar ausgeführt. Und ich glaube, man kann sehr grundsätzlich über das Führen wieder einer Haushaltssperre diskutieren und das auch sehr kontrovers diskutieren, aber so wie das hier der Antrag vorliegt, so punktuell und etwas unausgegoren, ist er für uns nicht zustimmungsfähig. Deswegen werden wir als Fraktion den Antrag auch ablehnen und gestatten Sie mir zum Schluss noch eine kurze Bitte. Das Thema soziale Folgen dieser Pandemie und dieser Krise ist ein extrem wichtiges. Und ich bitte darum, dieses Thema nicht mit finanzpolitischen Fachdebatten zu unterfüttern, sondern tatsächlich ernsthaft über dieses Thema zu reden und daraus Maßnahmen abzuleiten. Vielen Dank. Vielen Dank, FDP-Fraktion. Herr Blöder, bitte. Ja, sehr geehrter Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als FDP möchten wir auch darum bitten, den Antrag abzulehnen. Das ist aus der Hüfte geschossen, ohne konkrete Notwendigkeiten. Und wenn ich dann in der Einbringung höre, man solle sich vielleicht Berlin als finanzpolitisches Vorbild nehmen, naja, dann frage ich mich auch. Da hat man mal was zusammengeschrieben, was einem gerade eingefallen ist. Herr Drees hat es gerade schon gesagt, beispielsweise Sozialamt, aktuell mit der Haushaltssperre keinen konkreten Einfluss auf die Pflichtaufgaben entsprechend der Haushaltsbeschlüsse. Daher vieles nicht notwendig, entsprechend ist die Umsetzung der Haushaltssperre okay und der Antrag schlicht unnötig und widerspricht halt den aktuellen Notwendigkeiten. Und auch die Einmaligkeit dieser Corona-Pandemie sollte man durchaus mit berücksichtigen in den Redebeiträgen und daher ist es alles korrekt, wie es die Verwaltung gerade macht und entsprechend bitten wir den Antrag abzulehnen. Vielen Dank. Freie Wähler wird nicht gewünscht, dann Bündnis 90 Grün, Herr Schmählich, bitte. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen am Livestream. Also ich schätze sehr Anträge mit Substanz. Deshalb genießt dieser Antrag nicht meine Wertschätzung. Man muss deutlich sagen, dass das, was du hier gesagt hast, verehrter Kollege, zum Thema Haushaltssperre, könnte ich zu 100% unterschreiben. Nur hat das mit dem Antrag in dem Sinne nichts zu tun. Darauf hat Kollege Drews ja auch hingewiesen. Also das ist ein klassischer, ich nenne es mal Rosinenkuchen-Antrag, in dem man so mal einfach so ein paar Punkte rauspickt, mit dem man auch meint, vielleicht öffentlich punkten zu können, ohne zu prüfen die Substanz und die Notwendigkeit an dieser Stelle, um zu begründen, dass wir genau an diesen Stellen die Haushaltssperre aufgehoben bekommen. Wir Grünen werden diesem Antrag mit Enthaltung strafen, weil wir grundsätzlich natürlich, und das habe ich ja deutlich gemacht, auch in der Aktuellen Stunde heute, mit der gleichen Argumentation, sage ich auch bewusst, der Kollege Kiesling formuliert hat, gegen diese Haushaltssperre sind, gegen die Selbstermächtigung der Verwaltung und wir die Notwendigkeit sehen, dass hier das Haushaltsrecht des Stadtrates wieder zurückgegeben werden muss. Dies kann man aber nicht erreichen, wenn man eigentlich grundsätzlich im ersten Punkt reinschreibt, die Verwaltung möge doch bitte prüfen, an welchen Stellen sie zu korrigieren ist, dann gibt man ja indirekt zu, dass es eine Berechtigung jetzt noch nach den auch Gesetzgebung bzw. den Verwaltungsänderungen auf der Landesebene für diese Haushaltssperre gibt.
Wir haben in dieser Stadt eine nicht mehr gesetzlich notwendige Haushaltssperre. Das ist deutlich geworden. Wir haben eine freiwillige Haushaltssperre und die ist in dieser Form nicht akzeptabel. Und dann macht auch dieser Antrag, der punktuell meint an Stellen, was aber auch der Kollege Dreves schon gesagt hat, die auch teilweise schon erledigt sind. Ich erinnere da an die Mittel der Stadtbezirksbeiräte, die ich glaube auch durch großes Engagement meiner Fraktion wieder teilweise zu 50% freigegeben wurden. Also ist er in diesen einzelnen Punkten überflüssig und in seiner Gesamtausrichtung deshalb falsch, weil er eigentlich die Haushaltssperre akzeptiert und nur in einigen Punkten ändern will. Deshalb die Haltung unserer Fraktion, wir werden uns enthalten, aber trotzdem weiter dafür streiten, dass das Recht dieses Stadtrates, auch die Haushaltsverfügung wieder in die Hände zu bekommen, auch in diesem Jahr noch Realität wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Krüger. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kiesling hat mit einem langen Monolog über die Haushaltssperre von den handwerklichen Fehlern dieses Antrages trefflich versucht abzulenken. Es ist ihm nicht gelungen. Es zeugt aus meiner Sicht für wenig Verantwortungsbewusstsein seitens der Einreicher, mit solchen Anträgen quasi die Haushaltssperre ausheben zu wollen. So will man beispielsweise, ich möchte hier mal auf ein paar konkrete handwerkliche Fehler eingehen, das Budget des Bürgermeisteramtes stutzen, anderen Geschäftsbereichen Ämtern zuordnen. Das hat überhaupt keinen fiskalischen Effekt, denn am Ende wird das ganze Geld nur umverteilt. Und was will zum Beispiel das Straßen- und Tiefbauamt mit solchen Mitteln zur angesagten Milderung von Corona-Folgen anfangen, verschweigt der Antrag zum Beispiel komplett. Natürlich und wenig überraschend soll auch der Geschäftsbereich Soziales mit einer schlappen Million bedient werden. Peinlich nur, und wir konnten das ja im Sozialausschuss auch hören, dass verschiedene Ämter dort eben auskömmlich ausfinanziert sind. Zudem hat sich durch die Freigabe von 50% der Mittel aus der Stadtbezirksförderrichtlinie auch dieser Beschlusspunkt längst erledigt. Das Kulturamt soll mit 300.000 Euro zusätzlich bedacht werden und dies mit der recht vagen Aussage zur Absicherung des wiederanlaufenden Betriebes, vor allem der nachgeordneten Einrichtungen des Amtes. Zum Thema der Hilfen für die Kulturschaffenden haben wir heute lang debattiert und auch vieles auf den Weg gebracht. Es bedarf auch für diese Branche dieses Antrages nicht. Wir müssen jetzt sowohl bei der Überwindung der finanziellen Folgen der Corona-Krise als auch bei den Forderungen und Wünschen für den nächsten Doppelhaushalt Maß und Mitte halten. Die permanenten Versuche, insbesondere der Fraktion Die Linke, zur Aushöhlung der Haushaltssperre gefährdet das Jahresergebnis 2020. Auch sind alle weiteren Ausgaben eine Hypothek auf die derzeitigen Prozesse in der Aufstellung des kommenden Doppelhaushaltes. In den kommenden Wochen und Monaten wird es Sache verantwortungsbewusster Kommunalpolitiker sein, die Haushaltssperre als notwendiges Instrument zur Sicherung der kommunalen Finanzen zu akzeptieren und der Versuchung zu widerstehen, von diesem Weg abzuweichen. Im federführenden Finanzausschuss, aber auch in vielen anderen Ausschüssen, wurde mit großer Mehrheit dieser Antrag abgelehnt. Die CDU wird es auch hier ebenso tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Krüger. AfD-Fraktion, Herr Gilde. Sehr geehrter erster Bürgermeister, verehrte Stadträte, liebe Dresdner. Die linke Fraktion möchte mittels des Antrags einen finanziellen Handlungsspielraum erhalten. Sie erreichen in unseren Augen mit ihrer Forderung genau das Gegenteil. Die erlassene Haushaltssperre dient doch gerade dazu, zukünftige Handlungsspielräume offen zu halten und sich finanziell nicht wieder durch Kredite einzuschnüren und Mittel für die Schuldentilgung aufbringen zu müssen. Die Landeshauptstadt Dresden ist mit massiven wegbrechenden Einnahmen konfrontiert. Der Finanzbürgermeister rechnet mit einem dreistelligen Millionenbetrag, der fehlen wird. Das Verhängen der Haushaltssperre war in der Lage entsprechend verhältnismäßig und notwendig. Die Verwaltung hat hier richtig gehandelt, indem sie auf haushaltspolitische Bremse tritt. Und Sie, die Linke, polemisieren hier gegen das Verwaltungshandeln. Sie wollen lieber weitermachen wie bisher. 500.000 Euro hier, 1 Million da
und schnell nochmal 300.000 für Kultureinrichtungen. Leider haben Sie vergessen, in Ihrem Antrag auch nur einen einzigen Vorschlag zu unterbringen, wo und wie Ausgaben reduziert und Gelder eingespart werden können. Verantwortungsbewusstes Handeln ist was anderes, meine Damen und Herren von den Linken. Liebe Stadträte, nehmen Sie die Haushaltssperre ernst. Falls sich die konjunkturelle Entwicklung in den kommenden Monaten wieder positiv entwickeln sollte und damit die Steuereinnahmen steigen, öffnen sich vielleicht Möglichkeiten, das eine oder andere Wunschprojekt doch noch anzugehen. Bis dahin sind wir aber angehalten, Maß zu halten und gut zu haushalten. Das ist schließlich eine Frage der Generationengerechtigkeit, denn die Jüngeren keine neuen angehäuften Schuldenberge zu hinterlassen. Liebe Stadträte, nehmen Sie die Haushaltssperre ernst. Abschließend möchte ich Herrn Finanzbürgermeister Dr. Lames danken. Ich denke, die vorhin von ihm präsentierten Zahlen und Informationen sind mehr als aussagekräftig. So aussagekräftig, dass die Form der vorgeschlagenen Handlungsspielraums von den Linken nicht weitergeführt werden kann und darf. Eine Ablehnung ist demzufolge folgerichtig. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann Herr Giesling zum Schlusswort. Ja, das mache ich gleich von der Seite. Übrigens spannend, dass das zweite Mal heute, dass die AfD sich an die Macht heranwanzt. Wo ist eigentlich ihr oppositioneller Gestus hin? Aber das nur am Rande. Dass die Grünen uns mit Enthaltung strafen, das nehme ich ein bisschen mit Humor. Es war ein Angebot der Selbstermächtigung des Stadtrates gegen das, was die Verwaltung tut. Wir haben es die Abts nicht angenommen. Nun ist es halt so. Und natürlich könnte ich die einzelnen Punkte versuchen nochmal zu begründen, aber ich will das nicht tun, weil es war relativ klar, dass in den Ausschüssen für diesen Antrag keine Mehrheit da ist und auch keine Verhandlungsbereitschaft. Dann muss man das auch nicht tun, aber es ist natürlich im Kern ein finanzpolitischer Antrag. Es ist übrigens auch keine Mehrausgabe, sondern es ist die Aussage, in den einzelnen Bereichen gibt es gesperrte Gelder, für die man bitten und betteln gehen muss, und zwar eigentlich aus politischen und nicht mehr aus finanzpolitischen Gründen. Denn, Herr Krüger, unser Abschluss 2020 ist nicht gefährdet durch die Existenz oder Nichtexistenz der Haushaltssperre. Der Abschluss 2020 ist extrem defizitär und durch die Folgen der Corona-Krise. Und da hilft auch keine Haushaltssperre. Die Haushaltssperre macht es in unwesentlichem Maße kleiner oder größer, das Defizit. Und dem kann man sich stellen und kann sagen, es ist eben keine finanzpolitische, sondern eine politische Frage. Und wir haben gesagt, bitte in einigen Bereichen wird ein Handlungsspielraum der Fachverwaltung nötig sein. Und um diesen Handlungsspielraum der Fachverwaltung zu erhalten, wollen wir an diesen Stellen quasi das Geld per se freigeben. Das ist der Ansatz gewesen. Das kann man jetzt Monate später ins Lächerliche ziehen oder kleinreden. Okay, sei es drum, das ist nicht das Problem. Wie gesagt, wir haben einen haushaltspolitischen Aufschlag hier gemacht. Und im Übrigen, Herr Treves, Haushaltspolitik in der Form, wie sie hier betrieben wird, ist zwingend an Sozialpolitik gekoppelt. Das, was hier passiert, hat soziale Folgen. Eben darum ist es ja der Handlungsspielraum der Fachverwaltung, die diese sozialen Folgen mindern soll. Der Antrag ist aus meiner Sicht nicht schlecht. Das, was Sie als handwerklich ungenügend schildern, ist sicherlich der Versuch, sich da herauszureden. Das kann man tun. Sie können es ablehnen. Das nehme ich gelassen. Vielen Dank. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren ein. Es gibt einen Bericht des federführenden Finanzausschusses, der den Antrag ablehnt. Wenn Sie also zustimmen diesem federführenden Bericht, dann lehnen Sie den Antrag ab. Ich bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Bericht des federführenden Ausschusses zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Bericht des federführenden Ausschusses hat mit 37 Ja-Stimmen, 11 Nein-Stimmen und 16 Enthaltungen eine Mehrheit gefunden. Der Antrag ist damit abgelehnt. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 8 absolviert. 21.55 Uhr. Die Frage, gibt es noch irgendetwas ganz Kurzes, ganz Dringendes, was gewünscht wird? Ansonsten der nächste planmäßige
Treffpunkt hat doch eine größere Liste. Wenn es also nichts gibt, was wir noch zwingend in 4,5 Minuten einschieben, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei Ihnen für die konstruktive Beratung und schließe die heutige Sitzung. Kommen Sie gut nach Hause und bis demnächst.